Hey Leute, ich bin's Conny und heute spiele ich das erste Mal den Weapon Fighting Simulator. Das ist ein Stream-Zusammenschnitt. Viel Spaß mit dem Video. Auf jeden Fall, die GFX, die sehen cool aus. Der Ladescreen sieht nicht mehr so cool aus. Und ich nehme das Frozen Sword. Yeah. Okay, als allererstes natürlich Settings. Musik aus. Aus! Keine Musik. Gut, Autocell, Autolock, Autospell, Other Spell, VFX. Alles klar. Code bestimmt Release. Please? Das war, glaube ich, ein Nein. Und das? Okay, es gibt keinen Release-Code. Komm, das machen wir. Code. Weapon Fighting. Successfully redeemed. Ich weiß nicht, was es mir bringt. Okay, das finde ich immer blöd gemacht, wenn man nicht weiß, wofür die Codes da sind. Aber ich nutze die Codes trotzdem. Dann gibt es den Code Welcome, klein geschrieben. Successfully redeemed. Good luck. Successfully redeemed. Dann gibt es noch Happy Day. Successfully redeemed. Dann gibt es noch Bounty. Successfully redeemed. Dann gibt es Achievement. Successfully redeemed. Und es gibt Bug Fixed. Successfully redeemed. Oh, noch ein Code. Es gibt auch Likes 10.000. Successfully redeemed. Okay, ich habe keine Ahnung, was mir diese ganzen Codes gerade eben gebracht haben. Aber ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt super reich bin. Ich habe hier irgendwie Sachen. Ich habe keins von dem und keins von dem bekommen. Ich habe auf jeden Fall hier meinen Frozen Sword. Ist equipped. Und hier im Beutel habe ich jetzt Damage Boost, Lucky Boost, Spirit Stone Boost, Key Boost und Spell Drop Boosts. Okay, also ich habe ziemlich viele Boosts dadurch bekommen. Die spare ich mir erstmal auf. Ich muss jetzt erstmal das Tutorial machen. Gehen wir hier hin. Ich muss den Typen zusammenschlagen. Attack! Attack! Bam, bam! Okay, es ist scheinbar wirklich sowas in die Richtung, dass man dann so schwebende Schwerter hat, die angreifen. Aber ich finde auch diese Angriffsanimationen und Effekte finde ich schon cooler als das, was in diesem anderen Spiel war. Okay, wie viel muss ich denn jetzt attacken? Merke ich mir. Wann bin ich fertig? Was ist mein Ziel? 33%. Okay, ich muss Spirit Stones collecten. Das ist meine erste Mission. Dann machen wir das. Ich glaube, ich greife jetzt einfach das Ding an. Das geht doch bestimmt schneller. Ich muss auch sagen, vom Look her, der erste Blick, dieses Farbschema gefällt mir persönlich nicht so sehr. Das ist mir zu türkis. Türkis ist nicht so mein Fall. Zu viel Grün, sage ich mal. Beziehungsweise in dem Grün ist zu viel Blau wiederum drin. Ich separiere gerne zwischen Grün und Blau sehr strikt. Ich hoffe, wenn wir das Golden Pie abgebaut haben, dann habe ich diese Quest endlich fertig. Ah, nee, ich muss hier hin. Oh, das ist ein Egg. Okay, ich öffne das Egg. Und kriege einen Icicle Hammer. Also, die Animationen sind gut umgesetzt. Die Effekte sind gut umgesetzt. Also, ich glaube, an diesem Spiel saß jemand, der Grafikdesign und Motion Design und so richtig gut drauf hat. Aber der Rest, der fehlt irgendwie. Soundeffekte sind da, aber nicht so Bombe. Und Gameplay finde ich jetzt auch noch nicht so überzeugend. Ich gehe mal an dieses Board hier. Your view. Complete all bounties on the board to get rewards. Yeah. Destroy 5 Iron Piles to get Spirit Stones. Yeah. Okay, also muss ich jetzt 5 Iron Piles zerstören. Oder Stone Piles? Habe ich jetzt schon wieder vergessen. Das ist Iron Pile. Okay, ich mach mal die Iron Piles kaputt. Wie kann man ein gutes Pet in Pet Simulator X bekommen? Habe ich schon vorgelesen. Ich habe am Anfang des Streams welche verschenkt, aber jetzt ist erstmal Schluss. So, ich will das Spiel jetzt mal durchspielen. Ich muss sagen, es ist eine unangenehme Stimmung in diesem Spiel. Es ist so, diese Soundeffekte, die immer so zwischendurch kommen, das ist so wie, wenn ihr abends am Abendessentisch sitzt und man hört so dieses Besteck klackern. Das ist so, klick, klick, klick. Es ist eine unangenehme Stimmung in dem Spiel. Habe ich die Quest jetzt eigentlich? Ja, yeah, Return to Bounty Board. Okay, dann gehe ich gleich wieder zum Bounty Board, aber das Ding baue ich noch ab. Und haben wir. Ich hätte auch gern Hoverboard oder irgendwas, damit ich schneller bin, aber wir gehen hier hin. Jojo, habe ich gemacht. Open 3 Stones to get new weapons. Das ist echt alles ziemlich unangenehm hier. Dann, naja, dann öffnen wir einfach 3 weitere Stones. Machen wir einfach. So, in diesem Stein befindet sich ein Icicle Hammer. Es gibt nicht mal Soundeffekte dafür. Es kommt nicht mal so, nicht mal so cool. Ach, einen dritten muss ich noch öffnen. Dann machen wir das. Und jetzt aber, please. Ice Shovel. Oh, das sieht episch aus. Auch wenn die Soundeffekte es irgendwie so wirken lassen, als wäre alles ziemlich wack. Hier, Ice Shovel. Equip Best. Oh ja, die Ice Shovel ist gut. Die macht 23 Damage. Im Vergleich, mein Frozen Sword macht 8 Damage am Anfang. Aber ich finde das Spiel trotzdem irgendwie unangenehm. Ich meine, diese ganzen komischen Soundeffekte. So. Es fühlt sich an wie ein unfertiges Spiel. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich die Musik ausgemacht habe, aber Musik soll eigentlich nur einen extra Touch noch bieten. Die Soundeffekte, die sollen auch so ein bisschen Stimmung reinbringen. Hier fehlt Ambient Noise, hier fehlt eigentlich alles. Wie geht's dir so, Conny? Mir geht's fantastisch. Kennst du Arsenal? Arsenal kenne ich auch. Aber ich persönlich finde Bad Business besser als Arsenal.
Dasselbe gilt auch für diesen anderen Ableger, der so ähnlich ist wie Arsenal. Hab vergessen, wie er heißt. So, aber das ist der ganze Hustle hier. Man läuft hier rum, man baut die Dinger ab, man holt sich dann neue Waffen. Die Waffen, ich meine, ich muss sagen, optisch sieht das Spiel gut aus. Optisch macht das einiges her. Die Waffen fliegen cool herum, es gibt nice Effekte, coole Animationen, die so schnell sind, so wusch, 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 wusch. Das ist alles richtig cool. Aber was fehlt, sind Soundeffekte. Was fehlt, ist so die Bounciness, der Charakter. Das Spiel hat halt eine unangenehme Stimmung. So, ich gehe jetzt mal hier an das Board. Was ist eigentlich meine nächste? Three Stones, ja, habe ich ja gemacht. You're now stronger. Go and destroy 5 Gold Piles. Okay, nachdem ich das Diamond Pile hier zerstört habe, mache ich noch die 5 Gold Piles. Wann ist das endlich fertig? Ah, okay. So, jetzt machen wir das Gold Pile hier weg. Es dauert auch ziemlich lange. Ich glaube, ich brauche noch ein paar bessere Waffen. Gibt es ein besseres Eck als dieses eine? Da vorne vielleicht. Material World. Ich gehe mal davon aus, das ist dann die Spirit World, oder? Kannst du mir ein Roblox-Spiel empfehlen? Ja, hängt davon ab, was du gerne in Roblox spielst. Ich baue jetzt noch die letzte Goldpile ab, mache dann noch diese Quest. Und wie viel kostet mich das? 5000 für den Bamboo Forest. Okay, das mache ich. Ich will noch in den Bamboo Forest. Aber dann reicht das. Etwas wie Paintball. Dann kannst du mal Super Darts probieren. Aber ich persönlich finde Big Paintball besser als Super Darts. You're now stronger. Ja, ja, ich hab's verstanden. Unnecessary weapons can be fused. Weapon, bla, bla, bla. Alles klar, dann müssen wir jetzt eine Waffe fusen. Und wo machen wir das? Please? Mach ich das im Inventar? Fuse? Ich fuse die beiden zusammen. Fuse selected. Ach so, und dann wird... No. Okay, okay. Cancel. Ich wähle das Ding aus, drück dann hier auf Fuse und dann fuse ich das da rein. Fuse selected und dann wird das ein bisschen stärker. Nee, nicht mal ansatzweise. Nicht mehr ansatzweise. Aber ich hab's getan. So, ich hab's jetzt getootet. Unnecessary weapons, ja, das haben wir getan. Destroy 5 Diamond Piles. Und dann habe ich die Chance, einen Spell zu bekommen. Oh mein Gott, mein erster Spell, das wird so episch. Ich hole jetzt aber noch ein paar Waffen hier raus, weil es dauert mir echt zu lange. Ich pack meine Swords hier einfach ran, öffne ein paar Eggs. Wirst du Facecam-Video machen? Erstmal nicht. Ich hab das Gefühl, dass mein Gesicht nicht viel beiträgt. Es ist gut für die Thumbnails. Leute klicken ja auf Videos mit Thumbnails, wo Gesichter drauf sind. Aber sonst ist mir keine Lust. Solange mein Gesicht nicht geleakt wird, werde ich mein Gesicht selber auch erstmal nicht leaken. Hast du schon mal ein Naturdesaster Überleben gespielt? Ja, das habe ich schon mal gespielt. Ich habe auch schon mal so Minigames in die Richtung von Crafter gespielt. Die können wir uns eigentlich auch gleich mal angucken. Die Diamond Pies, ich brauche richtig lange, um die abzubauen. Ich glaube, ich muss mir gleich mal so einen Booster reinhauen. Erstmal Equip Best. So, und abgebaut. You get Demon's Curse. Claim. Jetzt habe ich meinen ersten Spell. Okay, okay, das muss ich mir angucken. So, ich packe meine Schwerter da ran. Und ich muss warten, bis der Cooldown abgelaufen ist. Schade. Und kannst du mir coole Simulator in Roblox empfehlen? Also, ich warte momentan darauf, dass ein gewisser Simulator von einem Freund von mir fertig entwickelt wird. Aber das dauert wahrscheinlich eine Weile. Ach so, die Spells, die laufen jetzt automatisch durch, oder wie? Warte, wir warten dann nochmal ab, weil 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und jetzt... Ach so, okay, okay. Das ist ja blöd, dann kann ich den Spell nicht mal selbst aktivieren. Na gut, muss ich mit leben. Ich will auf jeden Fall das Ding hier aus, gehe auf Fuse und dann fuse ich hier all diese komischen Schwerter rein. Fuse selected und ich werde immer noch nicht Level 2. Das dauert so lange, was ist das für ein ewiger Grind? Ich packe meine Schwerter hier auf jeden Fall ran. Gehe dann hier rauf und hau mir einen Damage Boost rein, einen Lucky Boost rein, einen Spirit Stone Boost. Key brauche ich scheinbar nicht. Spell Drop Boost. Mache ich auch höher, dann kriege ich vielleicht mehr Spells. Und wir öffnen die nächsten Eggs. Frozen Sword, okay. Vielleicht mal was Cooles, weil ich habe jetzt einen Lucky Boost reingehauen. So ein zweites Episches. Kann man eigentlich was Besseres ziehen? Ja, man kann hier viel bessere Sachen rausziehen sogar. Aber das Egg öffnen, das dauert auch voll lange. Erstmal einsammeln. 800 kriege ich einen. Target out of range. Okay, packe ich sie wieder hier ran. Kannst du mir was anderes Cooles empfehlen? Ich habe da gerade nichts im Kopf. Ice Shovel, perfekt. So, dann gehe ich hier direkt auf Equip Best. Dann habe ich eine zweite Ice Shovel. Das ist schon sehr viel besser. Okay, jetzt noch ein weiteres Egg öffnen. 4 Ice Shovels, das wäre doch mal ein gutes Gold. Und? Naja, ich kriege immer diese Frozen Swords. Aber das ist auch gut, weil mit den Frozen Swords, ich will da ja genug von zusammenkriegen, damit ich mir dann irgendwann hoffentlich die Ice Shovel ein Level höher kriege. Und dann macht die wahrscheinlich nur so einen Schaden mehr. Okay, ich gehe wieder auf Equip Best. Hol das hier raus. Ich habe jetzt 3000 kommen und dann... Was ist eigentlich meine Quest gerade? Return to the board. Ich gucke mir erstmal die nächste Quest an. Confirm, ja, ja. Ja. Mhm.
Verstanden. So, ich öffne jetzt nichts mehr, aber ich wähle jetzt die hier aus. Gehe dann auf Fuse und pack da die ganzen Schwerter wieder rein, die ich hier übrig habe. So, Fuse selected und ich krieg sie auf Level 2 und sogar fast auf Level 3. Und dann macht's 3 Damage mehr. Naja, immerhin. 3 Damage haben oder nicht haben, ne? Wie viel kostet mich das hier eigentlich? 600? Ich glaube 600 oder 60. Ich kann's nicht wissen, weil der Typ direkt vor dem Preis steht. Sport ist done. Und ich habe auch die 5000 zusammen. Sehr gut. Dann will ich jetzt aber das Ding noch auf Level 3 bekommen. Ich werde doch süchtig. So. Fuse. Dann packe ich die Sachen wieder rein. Fuse selected. Und ich krieg's auf Level 3. Perfekt. Jetzt hat's 29 Schaden. Und jetzt bin ich auch zufrieden. So, dann gehen wir jetzt mal rüber in den Bamboo Forest. Und wenn er jetzt nicht das krasse Gimmick dazukommt, das mich absolut überzeugt, dann weiß ich auch nicht. Aber ich sehe in dem Spiel Potenzial. Wenn das Spiel ein bisschen was an der Atmosphäre ändert, dann könnte es eigentlich ziemlich gut werden. Hier haben wir den Mega Bamboo Monster. Und hier ist dann wieder ein neues Bounty Board. Und das Bounty Board, ja, ja, hab's verstanden. Kill 10 Snakes und dann kriege ich 1000 Spirit Stones. Okay. Dann muss ich wohl ein paar Snakes killen. Laufen die auf mich zu oder stehen die hier nur rum? Die stehen hier einfach nur rum. Okay. Ich pack mal meine Schwerter hier ran. Und die Snake wird dann gekillt. Alles klar. Ich würde aber sagen, das reicht jetzt mit diesem Spiel hier. Es hat mich nicht ganz überzeugt. Von optischen her. Super. Aber es hat irgendwie eine unangenehme Stimmung. Da habe ich nicht wirklich Lust, die ganze Zeit weiter zu grinden. Deswegen lasse ich das erstmal sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao.